Medikamentenausgabe heute bereits um 7.45 Uhr. Es gibt in diesem Stück 6 junge Leute, die alle kurz vor dem 80. Lebensjahr stehen. Die Hauptfigur Frieda steht auch kurz vorm Abi, hat einen Selbstmordversuch hinter sich und ist in die Nervenklinik gekommen. Also der Moment, in dem ich die Tabletten geschluckt habe, da war ich irgendwie so ganz da. Alles war gut. Ich war vollkommen selbstbewusst. Und darf aber wieder raus aus der Nervenklinik und zieht deswegen mit seinen anderen Freunden zusammen, um einfach nicht alleine zu leben. Und dazu zieht dann sein bester Freund Höppner, die Freundin von Höppner, das ist Vera, und noch Cecilia, die aus dem Haus ihrer reichen Eltern auszieht, und Pauline, die Frieda in der Nervenklinik kennengelernt hat und die Pyromanin ist. Hallo Cecilia! Vera, Pauline, Frieda, ich muss euch sagen, das ist das allerschönste Weihnachten, dass ich jemand. Frieda, wenn du nicht wärst, wir würden doch alle lieben. Das riecht mir so komisch. Paulinchen war allein zu Hause, die Eltern waren beide am Haus. Ja, Frieda ist ein sehr in sich gekehrter junger Mann. Und bei uns im Stück versucht er, anders zu sein und Anschluss zu finden, aber er schafft es einfach nicht. Und seine Freunde versuchen alles, damit er am Leben bleibt. Aber am Ende klappt es nicht für die Freunde. Frieda, mir war gesagt, wenn einer der andauernd an Selbstmord hängt, plötzlich und ganz ohne Grund gute Laune hat, dann hat er sich entschieden. Und er hat mich angerufen, ein paar Tage vorher. Und er hat richtig gute Laune. Der Kern des Stücks ist Freundschaft. Der Zusammenhalt zwischen Freunden und das Rausziehen aus Tiefen und das gemeinsame Erleben von Höhen und auch das gemeinsame Scheitern.